Hallo, liebe Freunde. Freunde der Dunkelheit und der Nacht. Das Jericho-Team will es wieder mal wissen. Deshalb fangen wir direkt an. Kampagne. Drück mir mal auf Weiter. Und schauen, was passiert. Weiter. So, und damit begrüße ich euch wieder zu einer neuen Folge Cliff Barker's Jericho. Das habt ihr ja schon gesehen. Deshalb drücken wir Start. Und jetzt geht's los. Alte Schriften, oder? Faszinierend. Die Wandmalerei ist sumerisch, aber die Schrift ist aramäisch. Antike Graffitis? Entweder das oder Kunstkritiker. Was bedeutet es? Haushaltshilfe gesucht. Die Seelen Unschuldiger und das Blut der Götter öffnen das Tor zum Paradies. Zu welcher Kategorie gehören wir? Götter sind wir jedenfalls nicht. Du vielleicht nicht. Shit! War doch nur ein Witz. Ach, die Scheiße. Nein, die Decke stürzt ein. Wow! Wow! Scheiße! Ah! Nein! Nein! Ah, schnell hoch jetzt! Hier, boah, scheiße, ich bin runtergefallen fast. Aber nur fast. Delgado, helf mir! Ah, oh, Delgado, du hast mir geholfen, du bist ein Schatz. Boah, scheiße, Mann. Das ist heftig. Kindchen, sag mir, dass ich das gerade geträumt habe. Du wirst überleben. Erstmal Licht einschalten. Ey, Delgado, danke für deine Hilfe. Ist ja kein Ding, da. Ich hab dir ja immer geholfen, da. Besonders, wenn ich die Hand an meiner Minigun hab. Gut. Gucken wir mal die Leute nochmal an. Das ist der Paul. Herr, hallo, gib mir den Mut, dir mit all meiner Kraft zu dienen. Ja, Papa, ist gut jetzt. Was ist die geile, Black? Aber wie detailreich das ist, wie das Haar sich. Die ist schon ganz zappelig. Ninja-Style. Und guckt mal genau hin. Sagt mir, was ihr beobachten könnt. Es ist was ganz Schönes. Ich sag's jetzt nicht. Ich mach jetzt hier so runde Kreising rum. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Hier, der da. Hat so ganz komische Augen. Und voll die fetten Stiefel ranhängen. Die ist aber auch nicht der schlecht. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, ist gut, Paul, jetzt. Ich hab gesagt, Vater, du sollst nicht reden, wenn ich hier rede, wenn ich hier schaue. So. Die sieht auch nicht schlecht aus. Also, boah, die Taschenlampe ist aus. Und der hier sieht auch nicht schlecht aus. Warte, den meine ich ja gar nicht. Ich meine, die hier sieht auch nicht schlecht aus. So, also, los geht's. Was ist das denn? Aha. Ein alter Porzellankopf aus den Alten der Tiefen. Und weiter geht's. Die habe ich schon eingeschalten. Wow, was ist denn hier los? Was ist denn das? Ach, Jesus. Was ist das für ein Gestank? Was ist das denn hier? Bäh, was ist das? Wie widerlich. Was für eine Sauerei. Das kannst du laut sagen, ey. Was für eine Sauerei hier das ist. Ist das ein Darm oder was ist das für eine eklige Scheiße hier? Bäh, ekelhaft. Überall Blut. Mal gucken, wie es dem geht. Ey, was... Upsa. Das wollte ich natürlich nicht. Hey. Ey, wach auf. Nicht schlafen, du faule Sau hier. Komm. Wach auf. Ey, jetzt steh auf, Mann. Schlafen kannst du auch später noch. Also. Wessen Idee war das eigentlich? Ja, meine. Deswegen schlage ich mir auch. Ich wollte ihn nur aufwecken, also warte mal kurz. Aber ich glaube, da kommt leider jede Hilfe zu spät. Der ist mir schon tot. Ihr gemerkt habt. Er ist schon... da will ich lieber nicht hinschauen. Okay. Dann geht's mal weiter.
Raus hier aus der Sauerei. Ah. Mhm. Wieder Sonne. Höhlenmalerei. Eine Thriller-Musik. Was ist da los? Ein spannender Moment. Da ist jemand abgekratzt. Also da, ne? Ich verneige mich vor dem fünfgesichtigen Herrn von Parvati, der mit verschiedenen Ornamenten geschmückt ist. Der strahlt wie ein Diamant. Was ist mit unserem Sturm passiert? Scheiß auf den Sturm, Mann. Was ist mit dem Tageslicht passiert? Dies, Ladies and Gentlemen, ist die verlorene Stadt von Alkali. Spürst du etwas, Jones? Nein, nicht wirklich. Es ist so... Alles ist irgendwie... Leer. Tot, wollte ich sagen. Cole, versuch eine Verbindung zur Kommandozentrale herzustellen. Ich möchte mir einen Überblick von der Lage verschaffen. Na komm schon, rum. Na, geht nicht. Klar, ich schmeiß die Kiste runter und die geht sofort kaputt. Alles klar. Gehen wir mal weiter. Mhm. Ja, hier wo alles gewütet hat. Das ist richtig dunkel. Jericho, geht in Deckung! US Army, stehen bleiben und Hände hoch! Ruhig, sie könnten auf unserer Seite sein. Tor! Yeah, ich hab ein Tor gemacht. Ich stehe nicht auf Fußball, also. Was hast du für mich? Ich mag das nicht. Ich glaube nicht, dass sie menschlich sind, Ross. Befehl zum Feuern! Feuer einstellen! Schwachsinn, Mann! Sieh sie dir an! Was sind diese Dinge? Headshot! Hau mal ab hier! Boah. Alter. Sind das für Typen gewesen? Oh, Jesus! Wie eklig hier. Folgt so. Mir! Kommt, kommt! Gemacht. Komm, Puppe, mach mal hier auf. Puppe, hier. Ne, das ist die Puppe hier. Ist denn heute schon Weihnachten? Nein, es ist bald Ostern. So, Weihnachten, es dauert noch ein bisschen. Cole, wie sieht es mit dem Lagebericht aus? Ich kann keine Verbindung herstellen, Sir. Wir sind komplett abgeschnitten. Sollen wir abbrechen? Das ist nur eine temporale Distorsion, so etwas hatten wir schon häufiger. Wir gehen weiter vor wie geplant. Jones, nimm Alpha mit und erkunde die Gegend. Lasst euch ohne Verstärkung nicht in Kämpfe verwickeln. In einer Stunde treffen wir uns wieder hier. Omega, gehen wir! Schade, jetzt gehen die... Also, wie ist der Plan? Wir suchen die Kommandozentrale und bergen die Überwachungsdaten vom Angriff auf die Forschungsstation. Leech ist über beide Ohren in diese Sache verwickelt. Wenn sie es schaffen, den Spalt zu öffnen, könnte es richtig gefährlich werden. Agent Green ist verantwortlich für die Anlage. Sie kann uns einen Überblick geben. Okay, dann los. Gehen wir zur Anlage. Auf zur Anlage. Schon heftig hier, was passiert ist. Wir nicht wissen, wie alt diese Gemäuer sind. Stimmt schon uralt. Und hier überall Blut. Was hier wohl passiert ist. Ganz schön heftiger Krieg, oder was hier war. Wow! Scheiße, Mann! Wow, wow! Bam, bam! Halt's Maul! Bam! Voll in... Voll... Wow, 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 wow! Gehst du weg, Alpha? Ein Stück Dreck, ey. Scheiß Dreck hier. Wow. Die Gnade Gottes möge über euch kommen. Hab ich mich erschrocken, ey. Ich guck so drauf, aber einmal rennt der auf mich zu, ey. Wie sind die gestorben? Oh. Ach, sorry, sorry, wollte ich nicht. Scheiße, Mann. Die wollen uns vom Hinterhalt angreifen, die Schweine. Hinterhältige Säcke hier. Wollen uns im Hinterhalt angreifen. Sowas auch. Sowas Gefährliches. Ich mag das nicht. Schubkarren runter. Bams. Yeah. Gehen wir mal weiter hier. Überall Blut. Was ist das für einer? Der hat Schmerzen. Ah. Jetzt hat er Schmerzen. Vorher hat er keine gehabt.
Ah, schön kaputt getreten. Was ist denn da los? Verbot, ey. Lass den Mann in Ruhe. Ist ein Schuss oder was? Danke, das genügt. Hä, wo ist der denn? Ja. Die Gnade Boah. Gottes möge über euch kommen. Wo war denn der? Da war doch gerade eine gelegen. Ah ja. Hat er gefressen oder so. Wie lange warst du nicht mehr hier? Captain Ross. Wer ist da? Ross? Psst. Hört mal. Wir haben dich erwartet. Da drüben seht. Bewegt euch nicht. Ich glaube, wir sollen ihm folgen. Bleibt alle zusammen. Hui. Kisten einfach drauflaufen, dann gehen die kaputt. Also Kinder, merkt euch das. Wenn ihr eine Kiste kaputt machen wollt, lauft einfach so dagegen und dann fällt die schon auseinander, also alleine. So, guck. Bam. Ich bin allzeit bereit, Süßer. Hast du zu mir, Süßer, gesagt? Ich mag dich auch, meine heiße Puppe. Gehen wir mal weiter hier. Wow, Scheiße. Alter. Heilen wir ihn. Wie lange war ich außer Gefecht? Oh, Scheiße. Feiglinge. 2 Sekunden, oder? Ja, 2-3 Sekunden warst du außer Gefecht. Ist ja nicht schlimm, ne? Ah. Das Alkali sieht aus wie so ein... Sieht aus wie so ein alter... So ein altes Schloss. Militäranlage oder so. Wow, wow. Geh mal weg hier! Headshot, Alter, boah. Wow. Die kam aber ganz schön schnell, ey. Die habe ich gar nicht gesehen, ey. Komm. Ah, meine Hand tut mir weh. Mein Rücken tut mir weh. Mein Nacken tut mir weh, mein Gesicht tut mir weh. Ich habe einen fetten Sonnenbrand. Habe ich fetten Kühlakku drauf geschmatzt und drauf gehalten. Weil es echt nicht mehr, weil es so warm war, dass es nur noch kühlbar war und habe ich das gekühlt. So, jetzt geht's weiter. In die Anlage anscheinend, da was das sein soll. Eiskristalle, der Boden ist gefroren. Was? Das ist doch Winter. Ein Blutbahn. Das ist starke Magie. Das wow. Macht ja auch Sinn, oder? Im Fall eines Angriffs hatten sie bestimmte Riten und Beschwörungsformeln, mit denen sie den Zugang verriegeln konnten. Kannst du es lösen? Aber klar doch, es ist eins von unseren. Vielleicht solltet ihr ein paar Schritte zurücktreten. Nee, passt schon. Bleib mal da stehen, ne? Wow. Ihr solltet euch beeilen. Ich weiß nicht, wann es wieder schließt. Es wäre sicher nicht so gut, auf halbem Weg gesteckt zu bleiben. Tor? Rawlings, du kommst mit mir. Abby, Billy, ihr zwei bleibt hier. Wenn sich die Tür nicht öffnen lässt, brauchen wir euch beide, um wieder rauszukommen. Alles klar, genau, Sir. Bleibt draußen. Netter Trick. Ja, sehr schicker Trick, meine ich. Auch. So, jetzt erstmal wieder zum Lagebericht oder zum... Wie nenne ich das denn? Was da passiert oder so, ne? Also Lagebericht, sage ich einfach mal. Operation Vigil. Die verlorene Stadt von Alkali. Gefangen in einer Art Box. Also so gesagt, die Wüste dieser Box. Oder der Sturm, ich weiß es nicht. Der das unsagbar Böse herrscht. Viele der bedeutendsten Zivilisationen in der Geschichte der Menschheit hat diese Stadt bereits überlebt. Doch kaum einer erkannte jemals die ungeheure Macht, die sie in Sicht birgt. Wonach suchen wir? Es gibt hier ein riesiges System zur Erkennung und Überwachung paranormaler Aktivitäten. Das System sucht Alkali kontinuierlich nach Hinweisen ab, die auf eine Schwächung des dimensionalen Spalts hinweisen könnten. Wir müssen die Aufzeichnungsdaten dieses Systems finden, damit wir rückgängig machen können, was Leech angerichtet hat. Okay, dann machen wir das.
Da können wir nicht, schon nicht mehr raus. Ne? Scheiße. Ist da. Wieder einer elendig verreckt gegangen. Nur noch. Klar, die Muskeln überdauern jeden Schrott hier. Ist das ein Motorblock? Ja, Motorblock. Ups, Alter. Einfach hier so, ne? Also ich habe die Kisten auseinandergebaut, Chef. Und jetzt? Okay, machen wir mal weiter. Und dann hier. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Da unten! Headshot! Voll in deine Fresse. Aus den kleinen Rohr. Wie kommst du überhaupt hier rein? Gott sei Dank. Was ist das denn? Ein Piekser. Ein Zahnstocherarm ist das. Komm, Paul. Bist du da? Paul. Ah, jetzt geht's weiter. Mal schauen. Oh oh. Jemand schließt uns ein. Muriel. Lass die Waffe fallen! Keine Bewegung! Muriel, ich bin's, Paul! Ist das nicht die Überlebende? Ich weiß es genau! Ich sagte, lass die gottverdammte Waffe fallen! Ja, die heißt Muriel, ich bin es, Paul Rawlings! Ich schwöre es! Wir haben uns 96 kennengelernt. Ich war dein Kontaktmann in Tschetschenien und Sudan. Und was ist mit Prag? Prag. Prag, 1999. Silvesterabend im Hotel Bohemia. Wir tanzten zu Liedern von Cole Porter in Tschechisch und betranken uns bis zur Besinnungslosigkeit mit Absinth. An das, was danach geschah, kann ich mich leider nicht mehr so genau erinnern. Ja, das ist sie. Aus der Forschungsstation. Oh, ich hab dich lieb, Baby. Bist du verletzt? Etwas Schreckliches ist geschehen. Sie haben den Spalt bereits geöffnet. Es ist schon draußen. Was ist draußen? Wovon spricht sie? Operation Gottessiegel. Deshalb haben sie dich geschickt, nicht wahr? Du musst es aufhalten, Paul. Sonst haben wir alles verloren. Die ganze Welt ist sonst verloren. Konntest du davon Aufzeichnungen machen? Wenn wir die Quelle der temporalen Distorsion ausmachen, können wir den Spalt finden. Ross, kannst du mich hören? Ich höre dich. Wir stecken in der Klemme. Alpha braucht Verstärkung. Wie ist eure Position? Nordwestlich von der Ausgrabungsstätte. Wir haben es mit mehreren feindlichen Angreifern zu tun. Wir hören nicht auf zu feuern. Haltet die Stellung. Wir sind unterwegs. Alpha braucht Hilfe. Wir können sie nicht zurücklassen. Ich sage es kein zweites Mal. Abby, Billy, raus hier. Okay, jetzt geht's los. Weiter, meine ich. Gucken wir mal, wo es hier da rausgeht. Gehen wir mal erstmal zur heißen Schnecke hier. Hey. Heißer Ausschnitt, sag ich dir, ne? Wow. Knackpo, Alter. Ah, die ist auch... Ist auch schon... Eine hübsche, ne? Herr, gib mir den Mut, dir mit all meiner Kraft also zu dienen. Weiter. Ich dachte, du wärst ein Priester. Ich bin ein Priester. Und was ist mit Prag? Ich bin eben auch ein Mensch. Was ist denn hier passiert? Überall Dreck. Schrott. Wieder einer elendig gestorben. Blutbahn. Okay. Das lese ich ein andermal vor, weil jetzt haben wir gespeichert. Glaube ich. Ja, müsste gespeichert sein. Damit ist diese Folge schon wieder zu Ende. Ich hätte viel mehr reinbringen können, aber ich habe mir richtig Mühe gegeben. Mir macht das Spiel richtig Spaß und ich bin motiviert, das zu spielen. Ich finde das absolut geil, göttlich. So. Soll ich es vorlesen? Ja. Ne, mache ich jetzt nicht. Könnt ihr selbst lesen, wenn ihr wollt. Ich lese es dann in der nächsten Folge nochmal vor. Und dann geht's direkt ab hier mit fetter Action und so. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Euer Putti. Ciao.